So Leute, jetzt gibt es 10 gruselige Dinge, die mit Drohnen gefilmt wurden. Leute, das Video ist von der Weißen Eule. Schaut gerne vorbei, schallert ein Like und ein Abo rein und let's go. Hallo, willkommen Hi. Zu einem neuen Video. Drohnen, die mit Videokameras ausgestattet sind, gibt es seit den 1980er Jahren. Drohnen können in Bereichen helfen, in denen es gefährlich ist, aber sie werden auch regelmäßig eingesetzt, um einfach nur schöne Bilder von oben einzufangen. Es gab jedoch auch schon Zeiten, in denen eine Drohne etwas Unheimliches mit der Kamera eingefangen hat. Heute werden wir euch 10 davon zeigen. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Ja, okay. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Daumen hoch. Nummer 10. In der ukrainischen Stadt Pripyat, die Tschernobyl. Heute zu einer Geisterstadt geworden ist, ereignete sich die schlimmste Atomkatastrophe aller Zeiten. Am 25. April 1986 explodierte ein Reaktor des Kernkraftwerks und setzte radioaktive Stoffe in der Umgebung frei. Die Regierung versuchte, so viele Menschen wie möglich aus der nahegelegenen Stadt Pripyat zu evakuieren. Insgesamt mussten 335.000 Menschen ihre Häuser verlassen und es wurde eine 30 Kilometer breite Sperrzone eingerichtet, in die sich die Menschen nicht begeben durften. In den folgenden Drohnen-Videoaufnahmen können wir sehen, wie Pripyat Jahrzehnte später aussieht. Es herrscht eine unheimliche Atmosphäre rund um die verlassenen Gebäude, das Krankenhaus, die Schule, aber vor allem die Spielplätze mit den zurückgelassenen Spielsachen. Nummer 9. Wenn ihr durch Croker, Virginia in den Vereinigten Staaten spaziert und auf diesen nächsten Bereich mit großen Statuen stoßt, werdet ihr wahrscheinlich denken, ihr werdet auf einem anderen Planeten gelandet. Diese insgesamt 43 Statuen sind die ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Aber jede Statue ist satte 5 bis 6 Meter hoch. Wie ihr sehen könnt, sind sie nicht im besten Zustand. Krass, das gebaut ist. Die Statuen von Abraham Lincoln und seinen Vorgängern sehen aus, als kämen sie aus einem Horrorfilm und haben abgebrochene Köpfe und zerbröselte Körperteile. Das sind die Überbleibsel von Virginias President's Park. Als der Park geschlossen wurde, sah der Bildhauer David Adickis, der die gespenstischen Statuen geschaffen hatte, sein Werk für fast verloren. Die riesigen Statuen wurden schließlich auf eine 400 Hektar große Farm gebracht. Würdet ihr es gruselig finden, wenn ihr plötzlich auf diese Statuen stoßen würdet? Nee. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Finde ich nichts gruselig. Nachts vielleicht. Nummer 8. Aber tagsüber sind das einfach Köppe. Wenn ihr Angst vor Schlangen habt, dann solltet ihr das folgende Video ziemlich gruselig finden. Ein YouTuber namens Michael Delaney verlor die Kontrolle über seine mit GoPro ausgestattete Drohne und landete in einer Grube voller zischender Klapperschlangen. Glücklicherweise ist er selbst nicht in die Grube gefallen, sondern nur seine Drohne. Oh, der hat Bock auf Stress. Die Klapperschlangen mochten es nicht, gefilmt zu werden, denn eine von ihnen zischte aggressiv nach der Kamera. Klapperschlangen können sehr giftig sein und man sagt, dass allein in den USA jährlich 7.000 bis 8.000 Menschen gebissen werden. Delaney schaffte es schließlich, seine Drohne mit Hilfe eines Feldhockeyschlägers zurückzubekommen. Was ich mich frage, warum chillen die da alle so aufeinander? Welchen Grund hat das? Schmusen die oder brauchen die die Wärme? UFO-Sichtungen waren in letzter Zeit oft in den Nachrichten. Ja? Das folgende Videomaterial, das ich euch zeigen werde, wurde von einem 59-jährigen Armee-Veteranen gefilmt. Er sah von Zeit zu Zeit Dinge in der Nähe seines Hauses vorbeifliegen. Also schnappte er sich seine Drohne und fing an, die Gegend zu filmen. Und nach ein paar Versuchen gelang es ihm, etwas mit der Kamera einzufangen. Ein unbekanntes Objekt flog mit einer unglaublichen Geschwindigkeit vorbei. Und der Mann war überzeugt, dass er ein UFO mit der Kamera eingefangen hatte. Berichten zufolge ließ er das Videomaterial untersuchen und das Video wurde schließlich an die NASA geschickt. Was danach mit dem Videomaterial geschah, konnte ich leider nicht herausfinden. Aber es wird gesagt, dass das Objekt mit Geschwindigkeiten von über 6.400 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen sein könnte. Glaubt ihr, dass dies ein echtes UFO war? Und könnte es etwas mit Außerirdischen zu tun gehabt haben? Ja, oder was könnte es sonst sein? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Eine Tüte? Eine Papiertüte? Nummer 6. Ich weiß es nicht. Wenn ihr Angst vor Clowns habt, dann solltet ihr das folgende Video wohl besser nicht schauen. Der Clown Pennywise, den wir aus den S-Filmen kennen, ist schon gruselig genug. Aber dieser nächste Typ hat angeblich einen Clown im echten Leben in einem leeren... Oh, was für ein Zufall. Ich fliege gerade mit meiner Drohne übers Feld und da ist ganz zufälligerweise ein Clown im Maisfeld. Ja, ist halt einfach... Maisfeld mit der Kamera eingefangen. Ich habe keine Ahnung, was der Clown dort gemacht hat, aber der Clown scheint an einem Punkt auch die Drohne zu bemerken. Der filmende Mann hat auch keine Ahnung, was der Clown dort macht, aber er beschließt, ihn eine Weile mit seiner Drohne zu verfolgen. Und dann rennt der Clown in den Wald und verschwindet. Könnte das jemand gewesen sein, den er kannte? Oder hat er wirklich einen Clown mit der Kamera eingefangen? Clowns und was glaubt ihr, was er in diesem Maisfeld gemacht hat? Nummer 5. Pokémon-Karten getauscht.
Surfen kann eine Menge Spaß machen. Aber es gibt etwas, die mir beim Surfen definitiv nicht begegnen wollt. Ihr habt es vielleicht schon erraten. Haie. Vor allem, wenn sie sich euch nähern. Und euch dann auch noch umkreisen. So erging es einem 32-jährigen Surfer aus Sydney, der sich nicht ganz bewusst war, dass er im Wasser nahe der australischen Stadt Ballina von einem der gefährlichsten Raubtiere der Welt verfolgt wurde. Nach seinen Angaben hörte er das Geräusch des... Habt ihr das gerade gesehen? Junge, wie nah der war? ...des Haifischschwanzes, schaute zurück und ignorierte das Geräusch, weil er dachte, es sei nichts und er könne auch nichts sehen. Aber er erkannte bald, dass er von einem weißen Hai umzingelt war. Tatsächlich kam der Hai so nah, dass er nur noch wenige Zentimeter von dem Surfer entfernt war. Glücklicherweise beschloss der Hai an diesem Tag einfach wegzuschwimmen. Das Bizarre daran ist, dass dies alles von jemand anderem mit einer Drohne gefilmt wurde. Was würdet ihr in dieser Situation tun? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Nummer 4. Ich könnte nie wieder ins Wasser. Wusstet ihr, dass das FBI seit 1976 eine Akte über den legendären Bigfoot hat? Ob Bigfoot, Sasquatch oder eine affenähnliche Kreatur, die die ländlichen Gebiete Nordamerikas durchstreift, die Welt war schon immer fasziniert von diesen großen, pelzigen Kreaturen. Es wird angenommen, dass Bigfoot eine riesige Affenart ist. In den letzten 50 Jahren gab es über 10.000 Augenzeugenberichte über Bigfoot in Nordamerika. Während alle Augenzeugenberichte oder Geschichten über das Sehen von Bigfoot in der Regel schwer zu glauben sind, macht Videomaterial es viel zuverlässiger. Wenn man dem folgenden Video Glauben schenken mag, sollten wir einen 3-Meter-Bigfoot sehen, der hier herumstreift. Ach da. Denkt ihr, dass dies Bigfoot sein könnte? Und glaubt ihr, dass Bigfoot an sich wirklich existiert? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Bigfoot ist ein Menschenaffe oder so? Nummer 3. Ich glaube nicht an Bigfoot. Würdet ihr eine Drohne opfern, wenn ihr dafür cooles Videomaterial bekommen würdet? Nee. Sam Cosman und der Rest des National Geographic Teams haben genau das getan und beschlossen, einen Vulkan aus der Nähe zu filmen. Junge. Sie ließen ihre Drohne in den gefährlichen Marum-Krater des aktiven Vanuatu-Vulkans fliegen und aufgrund der unglaublichen Hitze der blubbernden Lava hat es die Drohne leider nicht wieder herausgeschafft. Aber sie können sagen, dass sie es geschafft haben, Videoaufnahmen zu machen, die noch nie jemand zuvor gemacht hat. Würdet ihr eure Drohne opfern, um ein gutes Foto oder ein unglaubliches Ereignis? Vulkane sind so krank. Guckt euch das mal an. Ich habe auch mal ein Video gesehen, das ist gar nicht so ungefährlich. Man darf sogar nicht so wirklich was in so einen Vulkan werfen, weil das ihn, den irgendwie auch so leicht instabil machen kann. ...es zu filmen? Oder würdet ihr das als Geldverschwendung betrachten? Naja, der hat den wahrscheinlich nicht selbst bezahlt, sondern aus so einem Wissenschaftsfonds. Wenn ihr mit einer Drohne über Cannock Chase in Staffordshire, England fliegt, werdet ihr wahrscheinlich einige tolle Aufnahmen von den wunderschönen Wander- und Radwegen der Gegend machen. Die nächste Person hat jedoch etwas mit ihrer Drohne eingefangen, das ziemlich erschreckend und auch übernatürlich ist. Ihr zufolge wäre es eine Sichtung eines Geisterkindes mit schwarzen Augen gewesen. Die Bewohner dieser Gegend sagen auch, dass es eine Chance, dass sie von einem bestimmten Mädchen mit schwarzen Augen gejagt werden, gibt. Es ist schwer auf dem Videomaterial zu sehen, aber was denkt ihr, was die Drohne geschafft hat, mit der Kamera hier zu erfassen? Ja. Jahrelang berichteten Leute, dass sie diese Gestalt in der Nähe des Waldes gesehen haben. Ziemlich gruselig, wenn ihr mich fragt. Ja, die wohnt könnte da. Das ein Geist sein? Oder was könnte es sonst alles Geister. Sein? Lasst es mich in den Kommentaren war eine Geisterparty. Wissen. Boah, ich kann mir sowas nicht angucken. Ich hab mal, kennt ihr den Film The Ring? Der hat mich so weggefetzt, der Film. Ich hab den im japanischen Original geguckt. Nachts. Alter, richtig dumme Entscheidung. Richtig dumme Entscheidung. Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Nummer 1. Ich kann mir seitdem nicht sowas mehr... Eure Drohne könnte in einer Grube voller Klapperschlangen überleben. Aber in den folgenden Videoaufnahmen sind mehrere Tiger zu sehen, die hinter der Drohne herlaufen. Ja, die haben Bock. Ich konnte leider nicht herausfinden, warum die Tiger das tun. Die triggern den, aber es sieht so aus, als hätte einer seine Drohne verloren. Tatsächlich ist eine Gruppe von Tigern hinterhergerannt und hat es geschafft, die Drohne zu Fall zu bringen. Das Videomaterial soll aus einem Resort für sibirische Tiger in der Provinz Heilongjiang in China stammen. Obwohl die Tiger ein wenig fett aussehen, können sie immer noch 50 bis 65 Kilometer pro Stunde laufen. Oder war das alles Fell? Die Drohne zu Fall zu bringen, aber das Videomaterial blieb unangetastet und sieht spektakulär aus. Glücklicherweise war das Personal des Resorts in der Lage, die kaputte Drohne zu bergen. Die hatte aber ein bisschen geraucht. Leider mussten sie aber eine neue Drohne kaufen und Drohnen sind nicht gerade billig. Würdet ihr jemals eine Drohne fliegen wollen? Und was würdet ihr damit filmen? Ich habe tatsächlich noch nie eine Drohne steigen lassen, oder? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Ich glaube nicht. Wenn euch das Video gefallen hat... Ja, Video hat mir gefallen, lasse ich ein Like und ein Abo da.